Und, erster Tag, bist du aufgeregt? Ja, ein bisschen bin ich schon aufgeregt. Legt sie schon. Morgen. Heute ist Azubi Kickoff. Das ist unser neuer Mitarbeiter. Hallo. Wollen wir? Ja. Hey, morgen. Morgen. Wo willst du denn hin? Zum Azubi Kickoff. In dem Aufzug? Sicher. Ja, bist bei uns genau richtig. Super. Dann fahren wir jetzt ganz nach oben, aber zuerst müssen wir uns noch umziehen. Okay. Ganz nach oben. Das ist genau da, wo ich hin will. Den brauchen wir hier nicht. Okay, alles klar. Dann wurde mir da der Schläger weggenommen, direkt zum Start. Geht gar nicht. Danke. Dankeschön. Gern. Morgen. Jungs, los geht's heute auf dem Dach. Aber passt eh für euch, oder? Mir taugt es auf jeden Fall. Ja, geht schon. Ja, schafft ihr schon. 100% schwindelfrei. Garantiert. So. Hier müssen wir noch einmal hoch und dann erzähle ich euch ein bisschen was. Super. Ah. Herrlich, oder? In welchem Job hat man das schon? Aber jetzt ein paar Fakten. Bei uns im Job muss man immer mit dem Kopf dabei bleiben. Schlau muss man sein und schwindelfrei. So, und das probieren wir jetzt aus. So Jungs, jetzt zieht's euch das rein, der Maschinenraum. Geil, oder? Hm? Dunkler, stickiger, kleiner Raum. Was soll denn daran geil sein? Naja, ich merke schon, ihr zwei seid noch nicht so begeistert. Aber wenn ihr die technischen Komponenten mal versteht, dann schaut es schon wieder ganz anders aus. Hier zum Beispiel haben wir unseren Antrieb von dem ganzen Aufzug. Das sorgt dafür, dass der Aufzug rauf und runter fährt. Und hier haben wir unsere Steuerung von dem Aufzug. Und in der Steuerung haben wir die Möglichkeit, dass wir mit einer App zugreifen können. Dafür müssen wir uns erstmal anschließen. Und hier können wir uns dann verbinden und zum Beispiel auf den Fehlerspeicher oder die Konfiguration zugreifen von dem Aufzug. Aber an der Anlage gibt es jetzt aktuell nichts zu tun, weil hier ist alles super. Wir können aber in den Simulatorraum hochgehen und da könnt ihr selber ein bisschen Hand anlegen. Und da sind wir schon im Simulatorraum. Ich zeige euch heute eine klassische Schachttüre. Was ihr euch jetzt hier anschauen könntet, ist, dass hier die Riegel richtig schließen und richtig öffnen, dass die Türe aufgeht, die Türlaufrollen alle in Ordnung sind, nicht gebrochen. Die Stahlseile in Ordnung und die Türschließfeder. Und beim Zumachen einfach noch mal ein bisschen aufhalten, ob die Türschließung auch geht. Dürfen wir das auch mal selber probieren? Na klar, nur ran. Ja. Wie sind die zwei? Eigentlich wie Batman und Robin. Nur halt noch in der Ausbildung. Das passt, oder? Alles in Ordnung. So, und wir können nicht immer eine Ruhe schirmen, deswegen machen wir jetzt Mittag. Sehr schön, sehr schön. Mahlzeit. Mahlzeit. Haben wir uns verdient. Bei uns im Außendienst kommt es auch öfter mal vor, dass wir unsere Mittagspause im Auto stattfinden lassen. Ah, riecht ihr das? Pure Freiheit. Riech du mal. Ja, nicht nach Leberkäse. Ganz genau, und den gibt's jetzt. Bei uns nennt man das Handwerkerknoppers. Dankeschön. So Jungs, nach der Mittagspause habe ich noch eine kleine Besonderheit für euch. Bevor es nach Hause geht, gibt es noch eine kleine Challenge. Aber jetzt lasst es euch erstmal schmecken. Guten. Handwerkerknoppers sehe ich nicht.
Ich bin eher der Bowl-Typ. Gesundes Essen, das brauche ich. Ja, wer in so einem Job arbeiten will, der muss natürlich fit und schnell sein. Deswegen ist eure Challenge ein kleiner Treppenwettlauf. Ich werde mich oben hinstellen, die Zeit stoppen. Du darfst anfangen und wir sehen uns gleich oben. Super. 3, 2, 1, go! Jawohl. Boah, saubere Zeit. Mhm. Schau mal her. Ganz gut, hoffe ich, ne? Jetzt bist du dran. Alles klar. 3, 2, 1, go! Ist auch gute Zeit, ja? Super Zeit, ja. Leider hat es nicht gereicht. Ja, Leute, es gibt immer einen, der gewinnt und einen, der lernt. Aber habt ihr beide super gemacht. Tolle Sache. Super, danke. Gerne. Ja. Man sagt ja immer, die Letzten werden die Ersten sein. Das kann ich bestätigen. Das war bei mir das Gleiche. Ich bin immer hinterhergerannt, immer. Und jetzt? Schaut euch um. Mein Büro. Ist alles meins. Gehört alles mir. So läuft es.